Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Walking Dead. Episode 3. Mittlerweile ist das der 8. Part der 3. Episode. Und mal schauen, wie viel das noch ist. Also ich habe die Vermutung, es wird nur noch so 8 Minuten gedöns. Deswegen wünschen wir euch bei diesem 8 Minuten gedöns richtig viel Spaß. Und ja, ich hoffe, es wird noch ein bisschen mehr als 8 Minuten. Das war so... Zumindest noch eine Viertelstunde vollkriegen, damit es ein ordentlicher Part ist. Natürlich. Sonst schneiden wir irgendeine Scheiße da rein. Das kriegen wir auch so hin. Ja. Wir haben noch ein paar Outtakes. Fabian hat nämlich vorhin ein bisschen Star Wars gesummt. Ja, genau so hat sich das nämlich angehört. Boah, was lädt der denn schon wieder so lange, ey? Kriegst du da schon wieder dicke Eier bei? Ja, ich weiß ja nicht, wo du bei kriegst. Boah, nee, nein, nein. Oh, da fällt mir die Geschichte von meinem Frühstücksei von Sonntag ein. Habe ich ein schönes Frühstücksei gehabt. Und es war leider nur noch die Hälfte drin. Ein Beschiss. Und es hakt wieder wie bescheuert. Es liegt an dem Spiel. Ja. Ach, jetzt kommt der LKW. Ach ja, genau, der LKW. Ah ja, gut, dann haben wir die letzten 5 Minuten, ist nochmal drin. Naja, ihr müsst da halt vorspulen, wenn ihr das nicht nochmal sehen wollt. Aber euch entgeht eine Menge Entertainment. Fuck! Ach ja, genau, der Kenny hat ja Familie verloren. Genau. That's fucking stupid. Tag warm, oh ja. Also, und mittlerweile liegt draußen schon wieder Schnee. Ja, I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. It's gas or diesel. Something that's going to explode. Wenn's you Diesel gotta ist, get a hold of so schlecht, this a crew here. It's a diesel look. This ain't shit. This? Yo, you keep screaming like that and you're going to get your face chewed off. Are you guys going to be trouble? Because we could have just kept I'm walking. Walking. You and me are walking. No, we're friendly. Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Ich kann dir sogar noch genau sagen, weil ich die Folge erst heute Morgen bearbeitet habe, was wir noch als Antworten genommen haben. Ja? Mhm. Sollen wir die gleich nochmal nehmen? Ich weiß die nicht mehr. Also über die Familie von dem Kenny haben wir auf jeden Fall die Wahrheit erzählt. Dass der Frau ein Kind verloren hat. Come up there. You better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Flammable liquid. This is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey, dude. I'm Omid. Lee. Krista. What's the deal with the train? We're driving it. Oh, man. Look, you want to help us out? Ich glaub, das haben wir we could auch use some able bodies. Yeah, we really need some help. What's in it? Oh, shit. God damn, you guys have a kid. What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? What's your name? Ja, Clementine. Wo wir mittlerweile jetzt zu meinem Zeitpunkt, wo ich rauskomme, bin ich damit fertig, aber great. Jetzt haben wir Clementine wieder hier mit dabei. You're not her dad. He down there? It's that obvious. Die sterben dann meistens. To me? No, he's not down. Deswegen willst du auch keine Kinder haben. Huh. What's your story? No. I came across Clementine alone. First day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there, they're cool. Jetzt musst du Kreis nehmen. Ja. Das hat man nämlich auch in der vorherigen Kenny Folge. Lost his wife and kid. Spoiler doch nicht. How long ago? What time is it? Wie spoiler doch nicht? Wie willst du denn was spoilern, was schon in der Vergangenheit Maybe two hours war? Ja, kann ja sein, dass das jetzt gerade erst irgendwelche neuen Abonnenten da verkleiden. The train is awesome. Bla, that tank is a real problem. Bla. We'll help you with it. So but if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Ich sag jetzt gar nichts mehr. We'd appreciate the help. Lass es sein? Ja, lass ich es auch. Yeah, also ich verabschiede mich dann schon mal aus der Folge, Fabian, und redet jetzt alleine weiter. Haut rein. We'll start there.
We'll come down and settle in and see if we can help. Alter, bin ich kaputt. That's about the only useful thing in here. It's empty. Empty. That's what I figured. Gut, da Fabian nicht sprechen will, muss ich ja sprechen, sonst wird das ein bisschen langweilig. There's no way I'm pulling anything apart down there. Ja, aber da du so ein mieses Arschloch bist und einfach unsere Zuschauer jetzt hängen lässt. Oh ja, ich bin ein totales Arschloch, ich weiß. Ich muss übrigens oben das Verkehrsschild schauen. Nein, guck mal, wie ich das weiß. Du bist ein Held. Whatever government work was going on here didn't seem to help. So, wie kriegst du den LKW jetzt da weg? An dem Punkt haben wir nämlich das letzte Mal die Folge beendet. Unterhalte mich jetzt erstmal nochmal weiter mit dem Typen, haben wir schon gesprochen, mit dem Mädel. Mit der Christa. Am I gonna have to tell your people the plan or what? Da habe ich mir auch nichts mehr zu sagen. Kannst auch wieder runtergehen, ne? Wäre eine Überlegung, ne? Weil hier kann ich im Moment nicht handeln. Na komm. Ja, gibt das heute noch was? Jo, geil. Was machst du denn jetzt? Guck, ob der sich aufgehangen hat. Techno, Ja, quasi. Guys, this is Omid and Krista. Not big on welcomes. Ob die was miteinander haben? Like I said, we could use some good people. Viel Auswahl ist ja nicht mehr. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity. We could help you guys, though. Maybe. So, yeah. Hi. Again. The plan is to cut that tanker down and be on our way. Seems like plan enough to me. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl from if you don't mind. And why don't I show you how this thing works in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. Sollen wir erstmal zum Bahnhof latschen? Ja, würde ich doch vorschlagen, ne? Ja. Sehen können wir das jetzt so nicht? Klar können wir das. Can I follow you over there? You don't like the new girl? I do. Dann der letzten Schießen beigebracht. Like ja. Meinst du, das brauchen wir jetzt? All right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Naja, ist ja noch übersichtliche Distanz. Was steht da? Ach, Survivors. Das andere habe ich jetzt nicht erkennen können. Survivors. Inside. Ah, da sind Überlebende drin. Oder waren Überlebende drin? Wahrscheinlich waren Lucky Lucky. Kannst du dir Werbung angucken? Oh ja, Werbung ist toll. Ja, guckst du dir auch mal an? Nein. Warum nicht? Ja, komm, damit du zufrieden bist. Vielleicht gibt es da eine entscheidende Info. Meinst du? Du kennst das Spiel doch mittlerweile, oder? Ja. Erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an L.A. Noire, diese alten Werbeschilder, so im Stil der 40er und 50er. Ja, irgendwie schon. Aber ich scheine schon was länger zu verlassen zu sein. Somebody was doing some painting. Ich weiß sogar wo. Kommen wir da irgendwie rein oder so? Ach, da oben das Dach kann. Somebody was doing a lot of painting. Huh.
glaube zwar nicht, dass da jetzt noch welche drin sind, aber kommen wir irgendwie da rein? Da rein glaube ich nicht, weil hier sind ja jetzt nur die Schilder. Ich hoffe, dass wir jetzt... Kann ja mal schneller gehen. Ja, chill doch mal dein Leben. Ich chill um mein Leben, ja, total. Was bist denn du so unentspannt? Ich bin total unentspannt. Ich habe die Treppe gefunden. Du bist ein Held. Ich weiß. Da, da. Da, 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 da. Ich habe gerade irgendwie ein Ohrwurm von Falco, der Kommissar. Da, 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 da. Woher kommt das nur? Okay. Oh, oh. Guck mal, wir haben eine Eingangstür gefunden. You should wait for me before trying to open doors. Ja, sorry. Das sollte dir auch leid tun. Ja. Luckily it's locked. Böses Mädchen. It better at working together. Oh Gott. I can't see. Nein, sag an. Won't budge. Okay. Das ist eine Glasscheibe, die kann man auch einschmeißen. Wieso steht da hinten ein Gabelstapler? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, mit dem Ding die Tür einfahren zu können, aber... Du denkst natürlich direkt wieder Rambo-mäßig, ne? Ach, schau mal, da kann man die Clementine durchschicken. The window's open up there. Maybe I could look in? Nein, ich will nicht die Tür... Ja, das hatten wir doch schon. Oh, kann man dich denn nichts machen lassen? We'll have to find a way in. Ha? Ha? Why don't I put you on my shoulders? Das fand ich auch immer früher schön, bei meinem Vater auf den Schultern zu sitzen. Sounds good. Okay, da hattest du quasi einen ganzen Sessel. Das stimmt schon. Okay, I can see in. What do I do now? Spring rein. Erstmal fragen, was die sieht, oder? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock. Which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Ich finde die Stimme von ihm cool. Ja, irgendwie schon. Ich finde die deutsche Übersetzung, die englischen Stimmen generell geiler. Abgesehen... Es gibt da auch nur die englische. Abgesehen die von Sam Fisher, die englische. Be careful. I'm supposed to tell you that. Ich müsste mal Batman mit der englischen ausprobieren. Boah, das wäre bestimmt geil. Damn, it's dark in here. Maybe I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. Stein zwischen packen. Irgendwas läuft da mit der Zeit ab. Wish that thing was in my hands instead of over there. It's too dark otherwise. It's too dark in there. Yeah. Was auch da, ja, den Schraubenschlüssel zwischenpacken, ne? Ja. Was hast du denn jetzt angewählt gehabt? Ich hatte Kreis gedrückt, aber ich verstehe nicht, warum du das jetzt gerade nicht akzeptiert hat. Ach, dich kann man auch nichts alleine machen lassen, ne? Da habe ich jetzt auch so, ja, wir wissen, dass es dunkel ist. Yeah, you're right. So, Kreis. Geht doch. Guck mal, es ist hell. Auch red mal mit der Clementine, die ist ganz verängstigt, wie die da steht. How we doing? Good. Alles. What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. Nicht zurück. Also ich habe eine gute Nachricht. Wir haben mittlerweile einen vernünftigen Part zusammen. 14 Minuten. Yay! Leeres Regal. They didn't have much business back then. Warum von außen gucken, wie man auch rein kann? Locked up good. So viel dazu. That's exactly what we need. Ist es das, was ich glaube, was es ist? Ja. Yeah. We need to get in there and get that blowtorch. Ja. Nein. Du zerschweißt die Anhängerkupplung. Ja, deswegen ja. There's some space up there, but not much. We're lucky I'm so little. Here we are. Die Klemmteile einfach süß. Alter. Alter, warum?
Warum denkt eigentlich jeder Dreckpädophil, wenn man sagt, dass man die süß findet? Ja, Alter, du hast mir in letzter Zeit so viele Pädosprüche reingedrückt, dann darf ich das ja wohl auch machen. Weichei. Go on and grab the keys, Clem. Ich finde einfach nur süß, weil die immer so gute Einfälle hat, beziehungsweise weil die einfach das Offensichtliche ausspricht. Behind you! Hallöchen! Oh, alles schaffbar! Ja, guck mal, wir haben den Kuss beigebracht. Mach hin, Mädels! Kannst du ihn noch irgendwie das eine geben, ne? Ah ne, du kannst auch mit dem Teil. Schieß da! Drück einfach erstmal X! Hast du den gerade den Unterkiefer weggehauen? Ja! Do it yourself! Mit dem Hornbachhammer aus Hornbachholz. It's okay. Everything's fine. Put down the gun. Guten Tag.